mit dem 1. FC Bocholt, A1 Niederrheinliga, und waren beim Auswärtsspiel, Pokalspiel, und dann ist auf dem Rückweg der Hinterreifen geplatzt an dem Fahrzeug. Und der Fahrer konnte den Wagen nicht mehr halten, und dann hat er sich gedreht und ist dann mit dem Kofferraum gegen einen Baum. Und da habe ich mir den Halswirbel gebrochen, zwischen dem 4. und 5. Halswirbel. Die Wirbelsäule ist komplett gebrochen, die stand noch nebeneinander. Und normalerweise ist da auch da die Diagnose, dass man vielleicht so ganz leicht noch die Arme bewegen kann, aber doch schon sehr, sehr, sehr eingeschränkt ist. Ja, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Also das passiert nicht bei vielen, aber es gibt doch Fälle, wo sich dann noch so einiges wiederfindet. Ja, und da sind bei mir doch ein paar Kleinigkeiten doch schon wieder zurückgekommen. Mhm. Ja, also ich hatte zuerst auch, hat man mir überhaupt keine Hoffnung gemacht, also damals auch der Stationsarzt da, der sagte, dass sie mich jetzt da auf mein Leben, also ich bin in der Erstreha gewesen in Duisburg, und da hatte ich ein Gespräch mit dem Arzt, und der sagte mir, dass es so bleiben wird. Also der hat mir auch keine Hoffnung gegeben. Und Gott sei Dank habe ich dann mit der Zeit dann durch Pfleger oder auch durch meinen Krankengymnasten doch erfahren, dass da noch eine kleine Hoffnung besteht. Also im Zwischenraum von 1 bis zu 3 Jahren könnten doch Kleinigkeiten wiederkommen. Ja. Und das hat mir überhaupt den Mut gegeben, weiterzumachen. Wo ich dann erstmal gesagt habe, okay, dann gebe ich jetzt mal richtig Gas. Und ich kenne es ja auch von damals, vom Sport her, viel zu tun für sich. Und das habe ich dann auch getan und bin Gott sei Dank dann belohnt worden. Weil die Erfolgserlebnisse, die man dann braucht, kamen dann auch, um dann weiterzumachen, um nicht zu resignieren. Und so war ich dann fast 14 Monate in der Erstreha. War schon eine harte Zeit. Ja, und dann bin ich ja nach Heidelberg. Das hat uns der Manfred Sauer empfohlen. Den hatten meine Eltern kontaktiert. Und wir sind dann zu ihm nach Heidelberg gefahren. Und der hat mir den Tipp gegeben, da in Heidelberg-Schlierbach in der Orthopädie. Da ist eine Übungsfirma, die ausbildet, die mit der Klinik gekoppelt ist. Und da sagte er, da bin ich super aufgehoben und hätte dann zu der Ausbildung auch noch weiterhin diese Reha-Maßnahmen. Ja, wir hatten da ein Zwei-Mann-Zimmer und dann lernte man auch da mehrere Leute kennen mit anderen Behinderungen und auch da, wie der Mensch dann ist, kann man dann auch abwägen, wie schlecht es einem dann wirklich geht. Man begegnet dann immer noch Leuten, die noch eingeschränkter sind oder irgendwo Amputationen da waren. Und ja, und das war eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel erfahren habe, gelernt habe für mich. Und auch meinen Weg gefunden habe durch dieses ganze Umfeld, weil ich dann auch in eine Sportgruppe gegangen bin, wo ich dann auch wieder sehr fitte Leute kennengelernt habe, die schon länger im Rollstuhl saßen zu dem Zeitpunkt. Und die haben mich einfach dann auch mitgerissen, einfach nicht zu resignieren, um weiterzumachen. Und daran habe ich gesehen, das Leben ist nicht vorbei, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ja, und das war schon eine wichtige, sehr wichtige Zeit für mich. Ja, es ist anders, auf jeden Fall. Man muss eine Menge lernen, Und man bekommt eine ganz andere Denkweise. Jetzt habe ich Gott sei Dank eine sehr positive Denkweise, die mich nach vorne bringt. Und aber das ist von Mensch zu Mensch, sag ich mal, verschieden. Ja, ich war ja damals auch noch jünger, und wo ich dann in dieser Übungsfirma war, da
Dann kam dann die Zeit, so, wo man dann auch irgendwie mal seine Unterschrift geübt hat. Und dann hatte ich dann meine Initialien auch mal so gemacht. Und dann hatte ich dieses D und dieses L. Das ist einfach zufällig dann bei mir im Kopf entstanden. Dann einfach, das habe ich dann ein Rad gesehen, wenn ich das D dann halt offen, also offen lasse. Und diese Beine mit den Füßen ergibt das L. Und der Abkürzungspunkt dann ist der Vorderreifen von dem Rollstuhl. Und dann kam dann quasi dieses Männchen da oben drauf. Und ja, dann habe ich mich daran gesetzt und ich finde, das ist gelungen. Und so wie ich auch so höre immer, kommt es sehr, sehr sympathisch rüber. Also es ist ein fröhlicher Rollstuhlfahrer und der Spruch ist einfach ganz gut dazu. Und das bricht einfach Mauern auf, weil Leute dadurch sehen dann auch, ah ja, das ist ja wirklich cool, also der ist ja cool drauf. Oder das deutet einfach darauf hin, dass man mit der Situation zurechtkommt, dass man einen Weg gefunden hat, das Beste daraus zu machen. Und das wünsche ich jedem. Und einfach mit dem Logo, ich habe das ja auch auf T-Shirts drucken lassen, dass man da einfach zeigen kann, dem Umfeld, so, hört mal zu, ihr könnt es lesen, ich möchte ganz normal wieder behandelt werden, ich brauche kein Mitleid, ich habe meinen Weg da gefunden, damit zurechtzukommen. Das war ja schon so, dass ich ja auch in der Zeit in Duisburg ab und zu mal an den Wochenenden nach Hause durfte. Da hatte ich aber selber noch nicht die Stabilität, um jetzt rauszugehen. Dieses Selbstbewusstsein, alles fehlte mir. Ich bin ein sehr eitler Mensch und ich konnte mir am Anfang auch nicht vorstellen, so im Rollstuhl zu leben. Und ja, und merkte auch, dass die Leute sehr scheu waren mir gegenüber, was natürlich im Nachhinein verständlich ist, weil wenn man sich selber mal in die Lage versetzt, einem Freund würde sowas passieren, man wäre selber gesund, hätte ich auch meine Schwierigkeiten, weil man einfach gedanklich so unterwegs ist, was sage ich jetzt und kann ich das sagen und ja, und da sind viele dann sehr scheu gewesen und ja, die dann auch quasi dieser ersten Begegnung so ein bisschen aus dem Weg gehen wollten, konnte man schon merken, ja. Und ja, wo ich dann quasi dann wieder zu mir gefunden habe, und mich da auch weiterentwickelt habe, kamen dann einfach auch andere Sachen, die ich für mich entdeckt habe, wo ich dann natürlich die Zeit für hatte dann. Man sieht viel, man hat ja auch Zeit, irgendwo auch mal länger hinzugucken, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und da man sagt, dass ich einen Blick fürs Schöne habe, ja, habe ich das dann versucht, in einigen Sachen umzusetzen, in der Malerei, ins Dekorieren, Gestalten. Es macht mir einfach Spaß, Bilder zu schaffen. Egal wie, ob jetzt im Garten, wenn ich jetzt die Pflanze dahin setze, den Terrakotta-Topf dahin, da. Das ergibt dann quasi ein Bild. Und das ist einfach schön, neue Bilder zu schaffen für mich. Da habe ich Freude dran und lange Freude dran. Und auch im Innenbereich, wenn ich dekoriere, sage mir, da muss der Kerzenleuchter hin, da muss eine Pflanze hin oder da ist zu wenig, da ist zu viel. Man sagt, ich hätte da einen guten Blick für und das macht mir einfach auch Riesenspaß. Ich hatte vor 2 Jahren in Düsseldorf im Stilwerk eine Künstlerin gesehen, die im Geschäft bei Lambert mal ausgestellt hatte. Und das ist so für mich ein persönliches Ziel, dass ich mich da mal vorstelle und da würde ich mich drüber freuen, wenn ich da mal so 3-4 Bilder ausstellen dürfte. Das wäre schon eine schöne Sache. Das bedeutet für mich ein Stück weit freier zu sein, weil ich einfach dieses Umsetzen ins Auto, mit dem Rollstuhl, also diese Aktion umgehe
und ich bin an der frischen Luft. Ich treffe wieder auch unterwegs mehr Leute. Ich nehme einfach mehr am Leben teil. Und ja, es ist einfach auch gut für die Schultergelenke, sich einfach mal anders zu bewegen. Weil ich hatte auch längere Zeit Schulterbeschwerden, weil immer diese Bewegung so, dann zieht man mit den Schultern in ein bestimmtes Muster und dann entsteht einfach auch eine Überbelastung. Ich sitze jetzt mittlerweile ja schon 30 Jahre im Stuhl. Und ja, das Fahrrad bringt schon einiges so. Auch an so einen kleinen Muskelaufbau, der einfach das Schultergelenk dann auch schützt. Ne? Und es ist einfach mehr Freiheit auch. Ja. Wieder Stellen zu erreichen, die man mit dem Auto nicht erreicht. Und ich war ja auch als Fahrradfahrer damals auch viel unterwegs. Und es ist einfach auch schön, dann Bocholt wieder neu zu entdecken. Auf Radwegen und auf Petkes, wo man sonst normal mit dem Auto nicht hinkommt. Das ist einfach schön, wieder Bocholt neu zu entdecken. Also das Umfeld ist sehr wichtig. Gerade in meiner Situation, wo ich doch schon Hilfe brauche, ist es schon wichtig, dass das Umfeld intakt ist und dass man da Hilfe bekommt von Eltern, von Freunden und Verwandten, von Nachbarn, also die sogenannte Nachbarschaftshilfe, die kleine. Ja, und Bekannte und auch so von Leuten, die ich ab und zu in der Stadt mal anspreche, wenn ich dort unterwegs bin mit dem Auto, bei dem Transfer ins Auto, dass sie mir den Rollstuhl in den Wagen stellen. Also das ist schon wichtig. Und auch schön, dass es solche Menschen gibt. Und bei denen möchte ich mich auch mal recht herzlich bedanken.